verschwunden, Gerd. Ohne was zu hinterlassen? Ohne jede Andeutung. Ich habe in ihrem Kleiderschrank nachgesehen, es fehlt nichts. Und Hans? Hans weiß genauso wenig wie wir. Das gibt's doch gar nicht. Es ist aber so. Wir haben in allen Krankenhäusern und Unfallstationen angerufen. Nichts. Ihr hättet euch auch früher bei mir melden können. Du bist doch nie zu Hause. Ich habe gestern und vorgestern zigmal bei dir angerufen, aber weiß der Teufel, wo du deine Nächte verbringst. Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Er ist leider oft im Nachtdienst. Köster ist mein Name. Danke. Das ist Christa. Christa Sonnenberg. Sehr angenehm. Wir sind befreundet. Christa hat mich hier aufgesucht, weil ihre Freundin verschwunden ist. Eine gemeinsame Bekannte. Ich weiß, dass ich hier in einer ganz falschen Abteilung bin. Ich hoffe es wenigstens. Ich wollte Gerd nur um Rat fragen. Bitte Frau Sonnenberg einen Kaffee an. Ach ja, natürlich. Setzen Sie sich doch, Frau Sonnenberg. Danke. Waren Sie schon auf der Vermisstenstelle? Nein, ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das ist die Vermisste. Ja, Ingrid Hellberg. Wir wohnen zusammen. Sie beide? Nein, wir sind zu viert. Ingrid, ich und unsere Freunde. Ah, eine Wohngemeinschaft. Ja, es ist billiger und nicht so spießig. Arbeitet Frau Hellberg? Ja, in einem Verlag. Sie hat vor einem Jahr promoviert und hat dann gleich eine Stellung bekommen. Was hast du denn studiert? Literaturgeschichte. Seit wann ist sie nicht nach Hause gekommen? Seit Donnerstag, also 4 Tage. Und das ist ungewöhnlich. Ingrid ist der zuverlässigste Mensch, den ich kenne. Sie sagt so gut wie nie eine Verabredung ab. Sie ruft an, wenn sie zu spät dran ist. Sie würde nie ohne ein Wort 4 Tage wegbleiben. Nein, es handelt sich um eine Frau. Dunkelhaarig, eigentlich schwarz. Circa 28. Nein, das dürfte höchstens 4 Tage her sein. Ja, ich warte. Hat ihr nicht? Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie gehen jetzt zur Vermisstenstelle, Zimmer 275, und melden die Sache. Und ich komme heute Abend mit meinem Freund Heimann zu Ihnen und dann reden wir darüber. In Ihrer freien Zeit? Außerdienstlich besuche ich gern Leute. Unidentifizierte Tote sind in den letzten Tagen nicht gemeldet worden. Jedenfalls keine weibliche. Gott sei Dank. Na, sehen Sie, Frau Sonnenberg. Für einen dienstlichen Besuch gibt's also gar keinen Anlass. Glücklicherweise. Du kennst die Leute? Ja. Was machen die? Die sind alle sehr gebildet. Christa haben Sie ja kennengelernt, die studiert Chemie. Jan, ihr Freund, ist Lehrer und Hans studiert Mathematik und Philosophie, wenn er sich dazu aufraffen kann. Der ist eigentlich der netteste von allen. Das ist der Freund der verschwundenen Frau. Ja. Und die Leute finden dich auch gebildet. Finden Sie das nicht? Soll ich jetzt ja sagen? Sie sind tatsächlich gekommen. Ja. Haben Sie daran gezweifelt? Nein, mein Gott. Ich sehe die Sache nicht so dramatisch. Wieso nicht? Schließlich hat jeder Mensch das Recht zu verschwinden. Die meisten machen davon aber freiwillig keinen Gebrauch. Ja, da haben Sie recht. Aber im Gegensatz zu den anderen hier traue ich es Ingrid auch zu. Sie kennen sie besser. Ich kenne sie nicht besser. Aber ich weiß, dass sie ungewöhnliche Dinge tut. Ich habe sie mal beobachtet, als sie glaubte, sie wäre allein. Sie saß in einem Sessel und hat ein Buch zerrissen. Langsam. Systematisch. Wieso fanden Sie das ungewöhnlich? Ingrid liebt Bücher. Und wird fuchsteufelswild, wenn man sie schlecht behandelt. Und es war ein Lieblingsbuch von ihr, eine alte Ausgabe von Tristram Shandy. Kann ich mal ihr Zimmer sehen? Ja. Thank you.
Wahrheit ist überhaupt nicht mitteilbar. Das kennen wir, ne? Das ist eine schöne Wohnung. Mhm, Ingrid hat sie uns besorgt. Sie ist die aktivste von uns. Sie hat eigentlich immer was vor. Theater, Jazz, Kabarett. Sie schleppt uns überall mit hin. Ihr habe ich zu verdanken, dass ich zum ersten Mal Musik von Arnold Schönberg gehört habe. Ja, wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Ja, da kannst du auch recht haben. Gibt es irgendeinen Grund für Frau Hellberg nicht nach Hause zu kommen? Sie war eigentlich wie immer. Kein Streit mit ihrem Freund? Nein, die beiden verstehen sich sehr gut. Ja, und das will was heißen. Hans ist ein ziemlich schwieriger Partner. Ach, war es auch nicht schlimmer als du. Naja, viel kann ich nicht tun. Ich werde dafür sorgen, dass über die Vermisstenstelle ihr Bild in der Zeitung erscheint. Vielleicht meldet sich dann jemand bei uns. Wo ist eigentlich der Freund von Frau Hellberg? Ich habe den Namen vergessen. Hans, er heißt Hans Baumeister, er schläft. Ich habe ihn mit viel Mühe dazu gebracht, eine Schlaftablette zu nehmen. Er war ziemlich geschafft. Soll ich ihn wecken? Nein, nein, um Gottes Willen, lass ihn schlafen. Ich kann mich ja später mal mit ihm unterhalten. Sag mal, in welchem Verlag arbeitet Ingrid eigentlich? Das wissen wir nicht. Was, das wissen Sie nicht? Nein. Ingrid hat ein Geheimnis drum gemacht. Und wir haben mit ihr gewettet, dass wir das irgendwie rauskriegen. Ja, einfach aufgrund von Büchern, mit denen sie sich beschäftigt. Anhand von Gesprächen, Themen, Ansichten und so weiter. Es gab auch ein paar ganz lustige Abende. Aber ihr fandet das nicht heraus? Bis jetzt nicht. Wir müssen den schlüssigen Beweis liefern. Und dann will sie ihnen ein ganz großes Essen spendieren. Ja, und nachgegangen ist ihr niemand mal von euch, um das rauszufinden? Der kriminalistische Weg ist natürlich ausgeschlossen. Ist auch bloß ein Spiel. Und letztendlich hat doch jeder Mensch auch mal das Recht, etwas nicht zu sagen. Na klar. Ich kenne die vier ja schon eine ganze Weile, aber manchmal denke ich, die haben überhaupt keine Ahnung vom Leben. Aber wir haben eine Ahnung vom Leben, das meinst du doch. Du kannst morgen mal damit anfangen, die Verlage anzurufen, nach Frau Hellberg fragen, da sich mit rein geistigen Mitteln ihr Arbeitsplatz nicht finden ließ. Also die alte kriminalistische? Ja, auch geistige Menschen hinterlassen Spuren. Lieben sich die beiden, der Hans und sie? Ich glaube schon. Auf jeden Fall haben sie sich geliebt. Woher weißt du das? Kann ich nicht auch mal ein kleines Geheimnis haben? Also gut, um die lange Leidenszeit kurz zu fassen, ich war mal in Ingrid verliebt. Ach ja, und? Und nichts, gar nichts. Soll ich mich jetzt auch noch für die vielen Überstunden bedanken, die mir darüber hinweggeholfen haben? Nein, gern geschehen. Schade. Wieso schade? Naja, ich hätte gern über Ingrid Hellberg einiges von dir erfahren, aber durch die gefärbte Brille des Verliebten sieht ja alles rosa aus. Ist ja alles schon ein Weilchen her. Sie redet viel und schnell und alles ist zu begründen. Sie kann es nicht ertragen, herumzusitzen. Sie ist sehr hilfsbereit. Sie kann sehr intolerant sein, auch mit sich selbst. Sowas ist doch gar nicht dein Typ. Aber wenn sie nichts machte, ich meine nicht aktiv war, wenn sie einfach etwas ansah, Musik hörte, lachte, naja. Moin, Gerd. Morgen. Na, sieht sie so aus? Ja, genau. Es ging aber schnell. Ich habe jetzt endlich einen Verlag gefunden, in dem Ingrid gearbeitet hat. Gearbeitet hat? Ja, anscheinend ist sie schon lange nicht mehr dort beschäftigt. Fahr doch mal hin. Das interessiert uns doch. Zeitung nehme ich mit, ja? Ja, ja. Ja, ich kann mich sehr gut an Frau Hellberg erinnern. Aber sie ist schon seit langem nicht mehr bei uns. Wissen Sie vielleicht, ob sie zu einem anderen Verlag gegangen ist? Nein. Sie hat sich auch nie wieder gemeldet. Ich stelle diese Fragen, weil sie vermisst wird. Vermisst? Sie war eine äußerst zuverlässige Mitarbeiterin. Warum haben Sie ihr gekündigt? Sie hat gekündigt. Sie war nur 2 Monate bei uns. Das ist jetzt schon fast ein Dreivierteljahr her. Und warum hat sie gekündigt? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Wir waren sogar bereit, ihr das Gehalt zu erhöhen, aber sie wollte nicht hierbleiben. Sie hat nur einen Satz gesagt, den ich nicht verstanden habe, aber ich erinnere mich genau daran. Sie hat gesagt, wenn ich hier bleibe,
verliere ich. Ja. Gibt's eine Belohnung? Wofür? Ich schlepp mich den ganzen langen Weg hierher. Meine Beine sind wirklich nicht mehr die besten und Sie fragen, wofür? Da. Für das Bild von dem Mädchen in der Zeitung natürlich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wissen Sie etwas über Frau Hellberg? Also erstens Sie mal, an der Tür steht kein Name. An welcher Tür? Gibt's jetzt eine Belohnung? Leider nicht. Ich soll das alles umsonst sagen. Und den langen Weg, den ich gemacht habe. Wir wären für Ihre Hilfe sehr dankbar. Frau Hellberg ist seit 4 Tagen verschwunden. Ich weiß. Ich habe sie seit fast einer Woche nicht mehr gesehen. Sie kennen sie? Und die hat doch die Wohnung neben mir. In der Johann-von-Wert-Straße? Claudiusstraße. Ach so. Sagen Sie, sind Sie ganz sicher, sie wohnt neben Ihnen? Wäre ich sonst hier. Aber eigentlich haben Sie ja recht. Richtig wohnen tut die da nicht. Um 6 Uhr abends haut die immer ab, das Flittchen. Kat, brauchst gar nicht erst hinzusetzen. Wie ist denn Ihr werter Name, Frau... Andresen, Beate Andresen. Kommen Sie, Frau Andresen, zeigen Sie uns mal die Wohnung, ja? Was haben Sie denn so mitgekriegt? Ja, die vielen Männer eben. Und immer andere. Und bleiben tun die alle ungefähr eine Stunde. Oft sind es mehr als 4 am Tag. Klingeln und verschwinden in der Wohnung. Manchmal geht einer erst, wenn der nächste schon wartet. Sie meinen also, Frau Hellberg ist eine Prostituierte? Ich habe doch die Anzeige in der Zeitung gelesen. Und ich höre ja auch immer alles. Die duscht manchmal mehr als 6 Mal am Tag. Tut das ein anständiger Mensch? So, ich habe den Schlüssel jetzt endlich gefunden. Frau Andresen, kann mein Kollege mal bei Ihnen die Polizei anrufen? Erkennungsdienst. Hier sein. Das hat mir Frau Andresen gegeben. Ist das die Telefonnummer von dieser Wohnung? Ja. Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Das ist unglaublich. Grüß dich, Hans. Das ist Herr Köster. Dürfen wir mal reinkommen?
muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe neulich fest geschlafen. Aber das macht doch nichts, das versteht man doch. Haben Sie etwas über Ingrid herausbekommen? Wir haben sie gefunden. Gefunden? In einer Wohnung in der Claudiusstraße. Ist sie tot? Gemacht. Ich meine, in der Wohnung, sie muss doch gearbeitet haben. Sie hat gut verdient, das hat sie immer gesagt. Und sie war sehr großzügig. Sie hat am meisten von uns allen zum allgemeinen Haushalt beigesteuert. In der Küche stehen noch 3 Kartons Wein, die sie mitgebracht hat, als das letzte Mal. Also, was ist? Herr Gerd, wollen wir nicht erstmal mit Herrn Baumeister alleine sprechen? Nein, nein. Wir können ruhig über alles offen reden. Wir haben keine Geheimnisse voneinander. Ja, aber in diesem Sie wussten auch nicht, in welchem Verlag Frau Hellberg arbeitet. Aber das war doch nur Spaß. Unsere Probleme, unsere wirklichen Probleme, haben wir immer miteinander diskutiert. Also? Ingrid hat in dieser Wohnung Männerbesuche gehabt. Was soll das heißen? Willst du irgendwelche Liebhaber andichten? Nein, Christa, keinen Liebhaber. Eben, den hätte sie auch nicht irgendwo heimlich treffen müssen. Wenn sich Ingrid plötzlich in jemanden verliebt hätte, entschuldige bitte, Hans, aber dann hätte sie es gesagt. Sind Sie auch der Ansicht, Herr Baumeister? Unbedingt. Und Sie hätten das ihr gegenüber auch getan? Selbstverständlich. Kleinbürgerliche Versteckspiele liegen uns nicht. Und Ingrid schon gar nicht. Wir sind schließlich erwachsen und tolerant. Jetzt hört doch endlich auf! Ingrid hielt sich in dieser Wohnung auf, um dort Männerbesuche zu empfangen, sozusagen beruflich. Wie bitte? Ja, sie hatte mit ihr Geld verdient. Du willst doch nicht etwas doch, sagen? Doch, genau das. Aber... Also, das halte ich für ausgeschlossen. Frau Hellberg hat in dieser Zeitung dieses Inserat aufgegeben. Das lief jeweils von Montag bis Freitag. Ich kann dazu nichts sagen. Sie hatte einen Beruf. Eine Stellung. Hans. Inseriert man eigentlich? Ich meine, ich kenne mich in dem Metier ja nicht so aus. Unter seinem eigenen Namen? Meistens nicht. Ja, und habt ihr denn Beweise, dass Ingrid, ich meine jetzt Ingrid Hellberg, auch wirklich dieses Inserat aufgegeben hat? Ja, den Beweis haben wir noch nicht, aber die Telefonnummer stimmt mit der in der Wohnung überein. Ja, aber dann kann doch auch irgendeine andere Ingrid oder jemand, der sich so nennt, dieses Inserat aufgegeben haben. Das kann sein. Ja, und diese andere Ingrid hat dann vermutlich auch diese Männerbesuche empfangen. Ja, aber wir haben Frau Hellberg tot in der Wohnung gefunden. Irgendjemand kann sie doch dorthin gelockt und ermordet. Ja, oder aber schon tot in diese Wohnung gebracht haben. Nein, Ihre Vermutung trifft nicht zu. Die Bewohnerin der angrenzenden Wohnung hat auf dem Zeitungsfoto Frau Hellberg als die Mieterin der gegenüberliegenden Wohnung erkannt. Sie hat auch die Männerbesuche beobachtet. Und sie hat das Inserat in der Zeitung entdeckt. Und sie hat die Leiche identifiziert. Ich kann das nicht glauben. Ingrid und... Prostitution. Sprich ruhig aus. Das passt nicht zu uns. Zu ihr. Weltanschaulich. Irgendwas stimmt da nicht. Also mich interessiert die letzte Tätigkeit von Frau Hellberg nur insofern, als sie mit ihrer Ermordung zu tun haben kann. Das muss aber nicht sein. Kann ich die Wohnung sehen? Ja, gehen wir. Darf ich mitkommen? Wer sind Sie denn? Ich heiße Robert Rehfeld. Ich bin ein Freund von Hans. Angenehm, Köster.
Was ist? Ich möchte nicht rein. Ja, warum wollten Sie denn da mitkommen? Wann genau ist Ingrid eigentlich gestorben? Sehr wahrscheinlich am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr. Tagebuch gefunden, das vor ungefähr einem Jahr abbricht. Wo ist das? Ich hab's hier. Darf ich Ihnen die letzte Eintragung vorlesen? Ich liebe Hans nicht. Ich glaube, dass ich keinen Menschen lieben kann. Die Wahrheit ist das Kriterium ihrer selbst und des Falschen. Was meinst du damit? Welche Wahrheit? Na, vielleicht die Wahrheit über sich selbst. Aber sie hatte doch mich. Von der Hausverwaltung habe ich erfahren, dass die Wohnung in der Claudiusstraße nicht mehr an Frau Hellberg vermietet ist. Sie wurde von einem Herrn Berger, Egon Berger, vor einem Vierteljahr gekauft. Hier ist die Adresse. Berger. Morgens. Morgen. Moin, Gerd. Hast du was von Frau Andresen erfahren können? Ja, sie konnte sich an einen Mann erinnern, der am Donnerstag gegen 11 Uhr die Wohnung betreten hat. Aber mit der Beschreibung lässt sie nicht viel anfangen. Sie behauptet aber, sie würde ihn wiedererkennen. Gibt's in der Wohnung irgendwelche Anhaltspunkte über Kunden? Keine Namen, keine Adressen, keine Telefonnummern. Also bleibt uns nur der Herr Berger. Fahren wir mal hin, Martin. Und die Voranmeldung? Na klar. Und Gerd? Sprich du doch noch mal mit Herrn Baumeister, ja? Vielleicht sagt er dir mehr. Ja? Ja? Ja, aber ich wollte auch mit dir reden. Wir sind ja bis jetzt noch gar nicht dazu gekommen. Aber nicht hier. Hier fällt mir die Decke auf den Kopf.
Guten Tag, Herr Berger. Guten Tag. Ich fahre dann in die Stadt hier. Yes. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Köster ist mein Name. Das ist mein Kollege, Herr Brecht. Habe Sie erwartet. Herr Berger, Sie wissen, warum wir gekommen sind. Ja, ich bin heute Morgen von einer Geschäftsreise zurückgekommen und am Bahnhof habe ich die Zeitungen gesehen. Die Wohnung, in der Frau Hellberg ermordet wurde, gehört Ihnen. Ich habe sie vor einem Vierteljahr gekauft. Kannten Sie Frau Hellberg schon früher? Ja. Deshalb kaufte ich sie. Die Wohnung. Und Sie wissen, zu welchem Zweck Frau Hellberg sie benutzte? Ich wollte ihren Ärger mit der Hausverwaltung ersparen. Die Wohnungen wurden gerade verkauft und so wurde sie meine Mieterin. Sie wussten von den anderen Kunden? Natürlich. Das hat Sie nicht gestört? Doch, ich habe ihr Geld angeboten, damit sie nicht das tat, was sie tun musste, aber sie lehnte ab. Sie sagte, sie wolle mich nicht betrügen. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe. Und was meinte sie dazu? Sie sagte, dass sie dieses Gefühl nicht erwidern könne. Wie lange habt ihr euch eigentlich gekannt? Fast 4 Jahre. Wir haben nie darüber gesprochen, aber ich wollte Ingrid heiraten. Und Sie? Ich habe angenommen, sie denkt genauso. Bis gestern. Ich habe das Gefühl, ich war mit einer völlig fremden Frau zusammen. Hat sie nie irgendeine Andeutung gemacht? Nein. Ja, hat sie vielleicht mal so halb im Spaß von irgendwelchen Männern gesprochen, die sie belästigt haben oder sowas ähnliches? Ach, hör auf, du hast doch Ingrid auch gekannt. Auch nicht besser. Hat sie je mit Ihnen über andere Männer gesprochen? Hat sie Namen genannt? Nein, nie. Wissen Sie, ob sie Schwierigkeiten hatte mit Zueltern? Die Leute von der Branche sind manchmal sehr wachsam und skrupellos. Nein, davon weiß ich nichts. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Das war kurz vor meiner Abreise. Wann war das genau? Am letzten Mittwoch. Verdächtigen Sie mich? Aber welches Motiv sollte ich haben? Herr Berger, würden Sie uns bitte begleiten, ja? Aber wohin? Guten Tag, Frau Andresen. Das ist er. Wer ist das? Der Mann, nach dem ihr mich dauernd gefragt habt. Der ist am Donnerstagmorgen in die Wohnung gegangen. Wann? Kurz vor 11. Ich weiß das genau, denn gleich darauf ging ich einkaufen. Er ist übrigens oft zu der da gegangen. Und wann ist der Herr wieder weggegangen? Wofür halten Sie mich eigentlich? Glauben Sie, ich habe nichts Besseres zu tun, als hinter dem Guckloch zu stehen? Seien Sie doch ein bisschen konzilianter, Frau Andresen. Ich lebe vor meiner Rente. Hm? Entschuldige bitte, dass ich wieder auf Ingrids Tod zu sprechen komme. So unerklärlich auch die letzte Phase Ihres Lebens ist, wir suchen Ihren Mörder. Ich kannte nicht mal Ihre Männer. Aber lassen wir das. Weißt du, wenn man so ein Inserat aufgibt, dann kommen ja nicht nur Kunden. Sondern? Es gibt ja interessierte Herren, die ihren Mädchen die Konkurrenz vom Leib halten wollen oder noch gern eine dazugewinnen. Die Methoden sind nicht immer die feinsten. Dass ich mir sowas überhaupt anhören muss. Versuch dich zu erinnern. Was? Verletzung, Kratzwunden, blaue Flecke. Sie hatte mal ein blaues Auge, so ein richtiges Veilchen.
Aber das hatte damit nichts zu tun. Sie wollte in einer Schlägerei vermitteln. Typisch Ingrid. Warst du dabei? Ich meine, hast du die Schlägerei selbst gesehen? Nein. Sie hat's dir erzählt? Ja. Wann war das? Warum haben Sie uns belogen, Herr Berger? Als ich die Zeitung gelesen habe, ist mir klar geworden, dass ich der Letzte vor dem Mörder war, der Sie gesehen hat. Ja, eben deswegen hätten Sie uns die Wahrheit sagen müssen. Wann haben Sie denn die Wohnung von Frau Hellberg verlassen? Gegen 2 Uhr. Haben Sie Zeugen für die Zeit danach? Nein, ich habe auf die Abfahrt meines Zuges gewartet. Warum haben Sie nicht in der Wohnung von Frau Hellberg gewartet? Sie hatte einen Termin. Und niemand hat Sie nach 14 Uhr gesehen? Mich haben sicher viele gesehen, nur ich kann Ihnen niemanden nennen. Das hier sind die Mittels- und Hintermänner, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Hauptsächlich aus dem Bereich Callgirl, Modell und Hostess. Also alles, was so inseriert. Natürlich nur die, die ihr kennt. Tja, garantiert nur die. Ah, wir haben Besuch. Guten Tag, Herr Kollege Schütz. Tag, Herr Köster. Hat der Gerze zu Hilfe gerufen? Habe ich, ja. Ingrid Hellberg ist vor 6 Wochen mit dem blauen Auge nach Haus gekommen. Sie selbst hat es mit einem Schlichtungsversuch in einer Schlägerei erklärt. Aber du meinst, es könnte auch jemand aus der Branche gewesen sein? Könnte man doch annehmen, oder? Na klar. Wo ist denn Martin? Der hat ein Auge auf Herrn Berger. Der wartet auf Ablösung. Ich habe das schon veranlasst. Ja? Martin. Wo ist er denn? Ins Relax. Erst ist er mit einem Taxi ein Stück Richtung Innenstadt und dann zu Fuß. Es ist nur ein Zufall, dass ich dranbleiben konnte. Gut, ich warte gegenüber neben der Telefonzelle. Das Relax gehört dem Schwole. Georg Schwole. Ah, da ist er. Der kontrolliert so einiges. Hat seine Finger überall drin. Fahren wir da hin, Gerd, gleich. Aber nimm einen Kollegen zur Überwachung mit. Okay. Kann ich mal sehen, Herr Schütz? Oh, da fällt mir gerade was ein. Herr Heimann! Heimann! Da drüben ist er rein. Na und jetzt? Warten, bis er wieder rauskommt. Und wenn er gar nicht mehr da ist? Der ist drin. Glaubst du, ich hab gepennt? Das nicht. Aber während dein Adlerauge auf dieser Kneipentür ruhte, ist er vielleicht durch die Venus wieder raus. Verstehe ich nicht. Es gibt eine Verbindung. Vom Relax durch den Keller bis zur Venusbar in der Knippstadtstraße. Das habe ich von Schütz. Das haben die mal bei einer Razzia rausgekriegt. Das sind so alte Luftschutzkellergänge. Wissen Sie, Herr Köster, die Gründe, aus denen sich die Mädchen auf sowas einlassen, sind so verschieden wie die Menschen selbst. Sicher, das meistens mit Geld zu tun, aber wo ist denn das anders? Ja, wo? Ans Geld will jeder. Die Akten lasse ich Ihnen da. Und zu dem Schwole wäre noch zu sagen, das ist ein guter Organisator. Fasst selbst nichts Heißes an. Dafür hat er seine Leute. Wirtschaftlich bestens abgesichert. Die meisten Apartments seiner Damenriege gehören ihm und noch etliche gutbürgerliche dazu. Spirituosen bezieht er zum größten Teil von seinem eigenen Großhandel. Und die Weine sollen ausgezeichnet sein. Tut mir sehr leid, meine Herren, aber ich habe keinen Herrn Bergner gesehen. Berger. Berger. Auch nicht. Geschäft geht schlecht, wie Sie sehen. Sandra Pem Anita Tuflan. Allerdings war ich zeitweilig im Büro bei dem Herrn vom Finanzamt. Ich habe eine Steuerprüfung. Ist ein Herr da gewesen? In der letzten halben Stunde. Ingen. Miss Herr. Nix Herr. Tut mir sehr leid. Aber ich dachte, Sie kommen wegen dem Mädchen. Wie hieß sie doch? Die da so schrecklich umgebracht wurde.
Ingrid Hellberg? Ja. Und wieso dachten Sie, dass wir deswegen zu Ihnen kommen? Wenn sowas passiert, kommt die Polizei immer zu mir, obwohl ich nichts damit zu tun habe, was ich oft genug bewiesen habe. Oft schon, aber nicht immer. Schön, ich habe sich immer beweisen können, aber ich hatte nie damit zu tun. Diese Ingrid Hellberg hatte vor 6 Wochen ein paar blaue Flecke. Ja, was schauen Sie mich an? Manche Mädchen stehen drauf, ne? Sie wissen also nichts? Nichts. Absolut nichts. Sagen Sie, die Venusbar in der Knippstadtstraße, die gehört Ihnen doch auch. Nur als Teilhaber, nur Teilhaber. Und wenn Sie danach im Rechten sehen wollen, wie kommen Sie denn da gewöhnlich hin? Über die Straße, um die Ecke. Ah. Sehen Sie, hier steht immer ein Schirm, wenn es mal regnet. Guten Tag, Frau Sonnenberg. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Kommen Sie doch rein, Herr Küster. Sie haben doch erwähnt, dass Frau Hellberg, als sie das letzte Mal hier war, einige Kartons Wein mitgebracht hat. Ja. Kann ich mal sehen? Die gibt es nicht mehr, die... Mir genügen auch die leeren Flaschen und die Kartons. Tja, ich fürchte... Kommen Sie doch am besten mit. Vielleicht noch draußen im Müllcontainer. Der müsste eigentlich schon geleert sein. Leer. Wann haben Sie die letzte Flasche denn getrunken? Das war doch eine ganze Menge. Wir haben gar keine getrunken. Ich habe den Wein weggeschüttet, den Ausguss. Herr Baumeister, Sie waren doch am Donnerstag den ganzen Nachmittag mit Herrn Rehfeld zusammen. Ja. Hier oder bei ihm? Bei ihm. Tut mir leid, ich habe keinen Besuch erwartet. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Herr Rehfeld, ich wollte Sie nur etwas fragen. Wann war der Herr Baumeister zum letzten Mal bei Ihnen? Hans, Moment mal, das war letzten Donnerstag. Wir haben hier gesessen und geredet. Den ganzen Nachmittag? Ja. Und worüber haben Sie geredet? Worüber? Gott, weiß ich nicht mehr. Wir haben so rumgequatscht. Du sag mal, Robby, warum hast du dich letzte Woche eigentlich nicht gemeldet? Ich habe mindestens 10-mal angerufen. Entschuldige, du hast Besuch? Und das habe ich gar nicht mitgekriegt. Lass uns mal einen Augenblick allein, bitte. Sagen Sie, Fräulein, wann haben Sie versucht, Herrn Rehfeld anzurufen? An welchem Tag? Am Donnerstag. Ich hatte zufällig den Nachmittag frei und wollte mit Robby was unternehmen. Danke. Herr Rehfeld, ich muss Sie leider bitten, mit mir aufs Präsidium zu kommen. Herr Berger, wir wissen genau, dass Sie um ca. 14 Uhr die Relaxbar betreten haben. Aber wenn ich da hineingegangen bin, dann muss ich doch auch wieder herausgekommen sein. Sind Sie ja auch, aus der Venusbar. Ich nehme nicht an, dass Gäste, die einfach einen Whisky trinken, nur zum Spaß durch die Kellergänge bis in die Knippstadtstraße geleitet werden. Sie hatten ein Treffen mit Herrn Schwole, und zwar nicht das erste. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Ich werde es Ihnen sagen. Also, Ingrid, Frau Hellberg hatte Schwierigkeiten mit bestimmten Leuten, weil sie sich deren Forderungen nicht beugen wollte. Und ich habe über eine private Detektei Kontakt aufgenommen zu... Zu Georg Schwole. Ja, und der hat dann gegen eine bestimmte Summe die Garantie übernommen, dass Frau Hellberg nicht mehr belästigt wird von irgendwelchen Zuhältern. Bei ihm war ich am Donnerstag vor der Abreise, aus diesem Grund. Wollen Sie damit sagen, dass Sie jetzt ein Alibi für die Tatzeit haben und dass dieses Alibi Herr Schwole ist? Ja. Wie lange wollen Sie mich eigentlich noch hier behalten? Bis Sie die Wahrheit sagen. Herrgott, noch mal, wir haben das Telefon nicht abgenommen, weil wir nicht gestört werden wollten. Also gibt's irgendeinen vernünftigen Grund, dass wenn das Telefon 10-mal klingelt, dass man dann nicht rangeht?
Vielleicht hat sich Rita auch am Tag geirrt. Nein, der hat sich nicht geirrt. Am Donnerstag war ja freier Nachmittag. Ja? Wie war das? Die Mülltonnen werden jeden Freitagvormittag geleert. Ja? Und das war letzte Woche auch so. Danke. Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, um herauszufinden, wo Sie am Donnerstag waren. Zu Hause waren Sie nicht. Na ja, schön. Ich werde Freund Schindler nach den Adressen von allen Ihren Freunden fragen und irgendjemand wird mir ja sagen, wo Sie am Donnerstag waren. Vergessen Sie, es ist nicht nötig. Sie finden es sowieso heraus. Also ich war den ganzen Tag bei Freunden auf dem Land. Ja? Gerd, das ist gut, dass du anrufst. Du, das kannst du mir nachher erzählen. Bring einen Baumeister her, sofort, dringend. Darf ich jetzt gehen? Nein. Sie wussten spätestens seit vorgestern, was Ihre Aussage bedeutet. Er ist zufälligerweise mein bester Freund. Wollen Sie ihn schützen? Oder haben Sie ein schlechtes Gewissen? Weshalb sollte ich wohl ein schlechtes Gewissen haben? Na, ich vermute, Herr Baumeister wusste von Ihnen, dass Frau Hellberg diese Wohnung hatte und was sie da machte. Gut, dass du kommst, Gerd. Ist was passiert? Hans ist verschwunden. Das gibt's doch gar nicht. Pass doch auf. Entschuldigung. Hat sie einfach mein Auto genommen und ist weg? Außerdem hätte er heute Nachmittag arbeiten müssen. Sein Chef hat schon angerufen. Arbeitet er neuerdings? Ja, in letzter Zeit fährt er ab und zu wieder Taxi. Er wusste auch genau, dass ich mein Auto dringend selbst brauche. Wann genau ist er weggefahren? Gleich nachdem Herr Köster gegangen ist. War der hier? So vor 2 Wochen habe ich gesehen, wie Ingrid in das Haus reinging. Ich bin ihr nachgegangen. Warum? Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich gehört, wie sie eine Tür aufschloss und reinging. Ich habe im Treppenhaus gewartet. Dann habe ich bei der Nachbarin geklingelt. Und die meinte, ich hätte mich wohl in der Tür geirrt. Das Flittchen wohnte gegenüber. Warum haben Sie da nicht mit Frau Hellberg gesprochen? Ich hatte so meine Gründe. Welche? Ich fand sie zum Kotzen, deshalb. Ingrid spielte ein ziemlich boshaftes und demütigendes Spiel mit den Menschen. Speziell mit Hans. War wehe, das hätte jemand bei ihr versucht. Und dann haben Sie die Sache mit der Wohnung Ihrem Freund erzählt? Selbstverständlich. Was hätten Sie denn gemacht? Mitgenommen hat er nichts. Seine Klamotten sind alle da. Und die Reisetasche. Die ist auch da. Ich glaube, wir machen uns verrückt und dann kommt er zur Tür rein. Es fehlt doch was. Seine Pistole. Welche Pistole? Hans hat sie mal einem Taxifahrer abgekauft. Mit Munition? Ja. Was wollte er damit? Da musst du schon Hans fragen. Ich muss mal telefonieren. Ja? Der ist weg. Veranlasst eine Fahndung sofort. Nach dem Wagen und nach Herrn Baumeister. Ihr Freund ist flüchtig. Inzwischen tun Sie so, als wüssten Sie bereits, dass es getan hat. Hat er es nicht getan? Vielleicht hat er auch nur Angst vor der Polizei. So was soll ja gelegentlich vorkommen. Könnten Sie mir sagen, wo er hingefahren ist? Nein, keine Ahnung. Herr Rehfeld, Sie haben die Chance, etwas gut zu machen. Da gibt's nichts gut zu machen. Außerdem würde ich ihn nicht nochmal verraten. Sie haben eine extreme Vorstellung von Freundschaft. Aber wissen Sie, dass Ihr Freund bewaffnet ist? Nein. Ja. Also wir waren oft zusammen in einem Bootshaus, das meinem Vater gehört. Es liegt sehr versteckt und Hans weiß, wo der Schlüssel liegt. Bleib mal da, Moment.
Hans? Hans? Vorsicht. Ja, glauben Sie vielleicht, der schießt auf uns oder was? Ja, wenn er es tut, haben Sie Pech. Na wenn, Herr Köster, wenn. Hans? Hans? Sei vorsichtig. Ich bin's, Robby. Mach doch keinen Quatsch, Hans. Reden. Herr Baumeister, hier ist Köster. Kommen Sie raus. Hans, mach auf. Wir wissen doch, dass du da drin bist. Verschwinde! Hans! Geh von der Tür weg! Komm, ist weg, Riefeld. Hans, sei doch vernünftig. Wenn du nicht weggehst, schieße ich. Hans! Bleib da! Ich erschieße mich! Ach, sei doch nicht albern, Mensch! Geh weg! Wenn du diese Tür nicht aufmachst, dann brech ich sie einfach noch mal! Die Tür auf! Es tut mir leid. Schieb die Waffe raus. Mit dem Fuß! Und die Wand Hände hoch. In den Spiegel geschossen. Zu mir hat's nicht gereicht. Getroffen haben Sie mich. Es tut mir leid. Das Geschoss hat den Spiegel und die Bretter waren glatt durchschlagen. Ja, ich hab Glück gehabt. Wir wollten uns nach Ihrem Befinden erkundigen. Danke, Herr Doktor. Ich möchte den Fall Hellberg noch zu Ende führen. Ich glaube, ich bin dazu in der Lage. Aber bitte nicht mehr lange. Sie hatte Wein mitgebracht. 3 Kartons. Ja. Sie haben den Wein weggegossen, weil Sie wussten, womit Frau Hellberg ihr Geld verdiente. Ja. Das war am Donnerstag. Die Kartons und die Flaschen waren ja dann nicht mehr da, weil ja die Müllabfuhr am Freitag kommt. Es war am Donnerstag. Herr Rehfeld hat zugegeben, dass er zur Tatzeit nicht mit Ihnen zusammen war. Das entspricht den Tatsachen. Er hatte mir erzählt, was er zufällig beobachtet hatte. Es war völlig absurd. Ich meine, ich konnte es gar nicht glauben. Aber dann bin ich doch hingegangen. Hallo, mein Mann. Haben Sie Angst? Oder nur kein Geld? Ich wartete, bis die Person weg war. Dann habe ich geläutet. Ich sagte mir, dass gleich eine fremde Frau an der Tür sein werde. Ich versuchte, mir eine Entschuldigung zurechtzulegen. Ich weiß noch, dass ich daran dachte, ob ich mich vorstellen sollte. Komm rein.
Das Verrückte war, dass nicht Ingrid mir fremd vorkam, sondern ich mir selbst. Wie hast du es erfahren? Ich meine, du bist mir doch nicht heimlich hinterher. Da spielt doch wohl der Zufall eine Rolle, oder? Oder? Oder bist du auf das Inserat hingekommen? Hans, ich hätte nie vermutet, dass du auf solche Inserate reagierst. Ich hätte nie vermutet, dass du solche Inserate aufgibst. Jedenheit geschworen. Ich kann es jetzt noch gar nicht glauben, wo ich es sehe, wo du hier vor mir stehst. Er konnte mich nie richtig leiden. Wahrscheinlich kannte er mich am besten von euch allen. Willst du damit sagen, dass ich... Du hast doch eben selbst gesagt, dass du immer noch nicht glauben kannst, was wirklich... Gewisse Dinge, die nicht in dein Bild von der Wirklichkeit passen, die willst du einfach nicht wahrhaben. Aus Gewohnheit. Aus Trägheit. Aus Feigheit. Man kann die Wahrheit wegdiskutieren, wenn man 12 Semester lang Zeit hatte, seine Ausreden wissenschaftlich oder historisch begründen zu lernen. Wir haben zusammen gelebt. Eben nicht, Hans. Genau das haben wir nicht. Wir brauchten einander nur. Jeder um seiner selbst willen. Jan, du und ich. Ein verkanntes Hausmütterchen, ein Schürzenjäger, ein verwöhntes Muttersöhnchen. Das soll wohl ich sein. Ja. Und eine überhebliche, aufgeblasene, schlagfertige, alles besser wissende. Lassen wir das. Die persönliche Freiheit, wir einander zubilligten. Die diente doch nur der eigenen Entlastung. Du fühltest dich mit mir so gut wie verheiratet, weil du mir aus den edelsten Gefühlen heraus die Pflichten einer Ehefrau anhängen konntest, ohne die Konsequenzen zu tragen. Und Christa, die muss doch nur auf ein Kind verzichten, weil Jan sonst die Verantwortung nicht mehr gut hätte verleugnen können. Mit den Konventionen haben wir nur gebrochen, um uns unseren moralischen Verpflichtungen zu entziehen. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du auf den Strich gehst, um moralischen Verpflichtungen nachzukommen. Im Grunde willst du gar keine Erklärung. Du willst eine Rechtfertigung. Und vielleicht habe ich nur eine Lüge durch eine andere ersetzt. Ich will wissen, warum du unsere Beziehung in den Dreck ziehst. Warum du unserer Liebe ins Gesicht schlägst. Weil es keine Liebe ist. Wenn du willst, lass uns heute Abend drüber sprechen. Dass ich meine Hände von ihrem Hals genommen habe. Sie atmete nicht mehr. Warum haben Sie sie getötet? Weil ich sie liebte. Weil sie nicht so war, wie Sie sie haben wollten.
weil sie nicht dem Bilde entsprach, das sie sich von ihr gemacht hatten. Es hat niemand etwas gemerkt. Nichts. Das muss man einem Menschen noch anmerken. Als ich Sie kennenlernte, Herr Baumeister, da hatten Sie Frau Hellberg schon getötet. Und ich habe Ihnen das auch nicht angemerkt. Aber warum? Warum hat sie das gemacht? Ja, das hätte sie ja Ihnen am Donnerstag zu erklären versucht. Meine Herren, Sie können ja dann morgen bitte wiederkommen. Bis morgen. Ja, und bitte bring mir keine Blumen mehr mit. Das bin ich von dir nicht gewöhnt. Ich werde jetzt nachdenken. Ich habe ja viel Zeit. So, schönen Gruß von Köster. Der Arzt meint zwar, dass wir ihn noch ein Weilchen in Ruhe lassen sollen, aber den Fall hat er abgeschlossen. War noch beim Staatsanwalt, deswegen bin ich so spät. Was ist denn los? Köster ist tot. Der Arzt hat vor ein paar Minuten angerufen.